Hey, liebe Tschüss, mein Name ist Akon. Und heute im PowerPoint will ich dir zeigen, wie du deinen PowerPoint aufs nächste Level bringen kannst. So soll das Ganze am Ende aussehen und wie wir da hinkommen, zeige ich jetzt natürlich in meinem Video wie immer Schritt für Schritt. Bevor wir damit anfangen, die Präsentation zu machen, wollte ich noch sagen, und zwar alle verwendeten Materialien, die du hier in diesem Video findest, packe ich natürlich unten in die Videobeschreibung hinein, sodass du sie auch gerne verwenden kannst. Lange Rede, kurzer Sinn? Wir fangen einfach mal an, und zwar gehen wir hoch zu Einfügen, gehen hier rüber zu Textfeld, können dann hier unten einfach irgendwo x-beliebig in dem Fenster natürlich das Ganze platzieren. Ich mache das Ganze einfach mal und dann im nächsten Schritt ist so, dass wir einfach das hinschreiben können, was wir möchten. Und natürlich das Ganze noch bearbeiten, wie du es auch gerne haben möchtest. Bist du damit soweit fertig? Ist jetzt im nächsten Schritt, dass ich jetzt hier die ganzen Symbole einfügen werde und dann noch platzieren werde, wie ich es haben möchte. Du kannst es gerne auch machen, ansonsten kannst du den Schritt einfach überspringen. Bist du damit zufrieden, wie die erste Seite soweit aussieht? Ist jetzt im nächsten Schritt, dass wir das Ganze noch ein bisschen bunter gestalten wollen. Und zwar wollen wir die Schriftart natürlich jetzt ändern. Das machen wir, indem wir einfach mit gedrückter STRG-Taste und A das Ganze markieren. Klicken mit Rechtsklick drauf, gehen hier runter zum Formen formatieren. Sagen jetzt hier auf der rechten Seite, wo das neue Fenster erschienen ist, dass wir von Formoption auf Textoption rüberspringen. Sagen wir hier bei Textfüllung, dass wir runtergehen zu Bild- oder Texturfüllung. Klicken wir darauf, gehen hier bei der Bildquelle auf Einfügen, sagen hier aus Datei das Ganze gemacht werden soll und natürlich wählen wir jetzt das Bild aus, was wir gerne haben wollen. Ich klicke auf das einzige Bild, was ich nur habe, klicke also drauf, sage Einfügen und siehst jetzt hier an der Stelle hat die Farbe verändert und ich finde es auf jeden Fall, sieht auf jeden Fall schon mal peppig aus und jetzt im nächsten Schritt können wir das Ganze erstmal schließen, denn wir wollen die Form einfügen, die du vorhin gesehen hattest. Das machen wir einfach, indem wir auf Einfügen gehen, gehen dann auf Formen und können jetzt hier eine x-beliebige Form auswählen. Ich nehme das Dreieck, du kannst wie gesagt eine andere natürlich hier an dieser Stelle nehmen. Und natürlich mit gedrückter STRG-Taste und SHIFT-Taste kannst du erstmal irgendwo x-beliebig proportional das Ganze großziehen. Und natürlich erstmal so platzieren, dass du das Ganze gut sehen kannst. Denn wir wollen das Ganze jetzt ein bisschen bearbeiten. Dazu gehen wir hoch zu Fülleffekte, sagen, dass hier keine Füllung sein soll. Und Formkonturen wollen wir natürlich, dass die Stärke auf die größte Stärke platziert werden soll, also 6 Punkte. Haben wir das Ganze, ist jetzt so, dass wir das Ganze hier an dieser Stelle irgendwo erstmal hier in diesem Fenster platzieren. Das machen wir einfach, um uns ein bisschen das Ganze übersichtlicher zu kriegen mit STRG, dass wir rauszoomen. Und jetzt können wir es einfach irgendwo platzieren. Bist du damit zufrieden, wie das Ganze platziert ist? Ist jetzt so, dass wir mit gedrückter STRG-Taste ranzoomen. Und jetzt können wir natürlich hier auch an dieser Stelle mit Rechtsklick raufklicken, auf Formen formatieren gehen und sagen natürlich jetzt hier an dieser Stelle, dass wir natürlich nicht die Füllung geändert haben wollen, sondern die Linien. Klicken also hier auf der Linie, dass es ein Farbverlauf Linie sein soll. Und siehst schon mal hier an dieser Stelle, dass das Ganze verändert hat. Jetzt ist aber so, dass wir das an die Schriftfarbe hier anpassen wollen. Das heißt also, wir gehen hier runter. Wir gehen also auf das erste rauf, klicken auf die Farbe. Und dann hier an dieser Stelle, dass wir die Farbe auswählen und zwar auf die Pipette und können jetzt hier einfach erstmal eine Farbe auswählen. Und wenn du länger wartest auf dieser Farbe, siehst du auch, welche Farbe sich das Ganze handelt. Ich sag dir einfach mal, ich wähle jetzt Farbe Lila aus und machen das Ganze natürlich mit den restlichen drei genauso. Bist du damit zufrieden, können wir jetzt wieder die Seite schließen, denn die benötigen wir nicht mehr. Jetzt ist es so, dass wir das Ganze dupliziert haben wollen. Das heißt also mit gedrückter STRG-Taste C und V können wir das Ganze duplizieren und kannst jetzt das Ganze irgendwo anders platzieren, wie du es haben möchtest. Ist jetzt im nächsten Schritt, dass wir jetzt hier sagen, auf der linken Seite, wo die Übersichten sind, dass wir das Ganze jetzt duplizieren wollen, die Folie. Das heißt also mit Rechtsklick draufklicken, gehen wir hier runter auf Folie duplizieren. Haben jetzt die Seite dupliziert und gehen auf die zweite Folie. Hier in diesem Fenster, besser gesagt auf der zweiten Folie, ist jetzt so, dass wir hier ein paar Sachen ändern. Als allererstes gehen wir hoch zu Einfügen, gehen auf Formen, denn wir wollen das Rechteck auswählen, klicken darauf und passen das jetzt der Folie an, sagen jetzt über Fülleffekt natürlich, dass wir schwarz auswählen, gehen auf Formenkonturen und sagen hier keine Kontur. Das ist so, natürlich siehst du gar nichts.
Wir klicken also mit Rechtsklick auf, gehen hier runter und sagen, dass das Ganze in den Hintergrund platziert werden soll. Natürlich müssen wir noch kurz runterziehen, denn wir wollen hier das Ganze ein bisschen verändern, und zwar die drei Icons, die ich hier eingefügt habe, wollen wir hier an dieser Stelle natürlich draußen haben. Können das Ganze wieder hier hochziehen, den Text können wir nach rechts ziehen, wenn du möchtest. Und natürlich können wir das Ganze noch anpassen, und zwar, dass es weiß ist. Dazu einfach auf Start gehen und sagen dann hier einfach, die Schriftfarbe soll weiß sein. Und hier können wir jetzt sagen natürlich, dass wir die Formen rüberschieben auf die andere Seite. Aber hier empfehle ich dir auch noch, dass man es besser sehen kann, und zwar, dass wir es rotieren und bringen das Ganze auf die linke Seite. Bist du damit zufrieden? Platzieren wir hier unten noch die anderen Sachen hin, die du gerne haben möchtest. So, ich habe das Ganze jetzt platziert. Jetzt ist es aber so, dass wir die ganzen Sachen, die wir jetzt hier in der zweiten Folie eingefügt haben, müssen wir jetzt nochmal in die erste Folie einfügen. Und das machen wir, indem wir einfach so hochgehen auf die erste Folie wieder einbringen. Das heißt, ich habe das vorher natürlich kopiert. Und jetzt ist aber so, dass wir das Ganze auf die rechte Seite sowie auf die linke Seite platzieren müssen, damit wir diesen Morph-Effekt überhaupt einfügen können. Das heißt also, wir gehen hier runter. Deswegen habe ich hier auch ein Rechteck eingefügt, denn es muss, wie gesagt, nachher auf der ersten Folie sowie auf der zweiten Folie vorhanden sein. Das heißt also, die Hintergrundfarbe oder das Rechteck markieren wir uns mit STRG C und STRG V, bringen wir das auf die erste Folie, ziehen das nach links und natürlich gehen wir wieder runter und sehen, jetzt haben wir es beides eingefügt, oder besser gesagt alles eingefügt, was wir brauchten. Und jetzt ist so, dass wir nach oben zu Übergängen gehen, sagen dann hier über Morph, dass wir das Ganze eingefügt haben wollen, und sehen, jetzt passiert gar nichts. Das machen wir einfach, indem wir über Effekte rübergehen und sagen hier auf Zeichen, und jetzt passiert immer noch nichts. Am besten markierst du alles, gehst dann auf Morph und natürlich auf Effektoption und dann Zeichen. Du kannst das Ganze unten auch nochmal machen. Und hier ist gleiche. Und voilà. Wir können uns anschauen, was wir überhaupt erreicht haben. Wie du sehen kannst, sind wir genau da angekommen, wo wir auch hin wollten. Ich weiß, es war ein langer und holpriger Weg, aber wir haben es gemeinsam gemeistert. Deswegen würde ich mich wie immer über einen Daumen hoch von dir freuen. Vergesst mich nicht zu abonnieren und natürlich die Glocke zu aktivieren, damit du keine weiteren Folgen von mir, TheCo000, in PowerPoint verpasst. Also dann bis zum nächsten Mal.